Liebe Hochschullehrende, hallo und herzlich willkommen zum Online-Kurs Hochschullehre inklusiv und divers. Schön, dass Sie Ihre Lehre diversitätsbewusst gestalten möchten und bereit sind, sich mit didaktischen Anregungen, Forschungsergebnissen und Selbstreflexion auseinanderzusetzen. Mein Name ist Sonja Buchberger, ich bin am Center for Teaching and Learning der Universität Wien tätig und leite und koordiniere diesen Online-Kurs. Viele ExpertInnen haben an der Erstellung mitgewirkt und ihr jeweiliges Fachwissen zu diesem komplexen Themenbereich eingebracht. Ich möchte mich daher an dieser Stelle herzlich bei allen bedanken. Unser Kurs läuft über 4 Wochen. Die 4 Lektionen bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln von Ihnen bearbeitet werden. In Lektion 1 starten wir zunächst mit wichtigem Kontextwissen über Diversity-Strategien an Hochschulen und Grundlagen zu inklusiver Hochschullehre. Nach diesem Einstieg widmen sich die beiden folgenden Lektionen in der Mitte des Online-Kurses anwendungsorientierten Fragen der Lehrgestaltung. In Lektion 2 befassen wir uns mit der wichtigen Frage, wie wir Diversität schon in der Planung von Lehrveranstaltungen berücksichtigen, zum Beispiel durch eine gute Feedback-Kultur oder durch das Einwirken auf eine positive Arbeitsatmosphäre durch gegenseitiges Kennenlernen zu Semesterbeginn. Auch barrierefreie Lehre und der Umgang mit Mehrsprachigkeit werden wir behandeln. Lektion 3 trägt dann der Erkenntnisrechnung, dass diversitätsbewusste Lehre immer auf Studierende eingeht und dadurch eine gewisse Flexibilität erfordert. Ziel ist, dass Sie Bedarfe Ihrer Studierenden erheben und mit unerwarteten Herausforderungen oder Konflikten selbstsicherer umgehen können. Die letzte Lektion widmet sich dann ganz der Selbstreflexion von uns Lehrenden. Hier reflektieren wir die eigene Lehre und unsere Beziehungen zu Studierenden. Und abschließend zoomen wir wieder hinaus aus unserer individuellen Lehre und fragen nach Möglichkeiten für diversitätsfaires Engagement und Mitgestaltung im weiteren Hochschulkontext. Im Online-Kurs gibt es immer wieder kleine Quiz am Ende jeder Lektion. Sie werden auch öfter auf wichtige Reflexionsfragen und kurze Umfragen stoßen. Ich lade Sie ein, über die Themen dieses Kurses mit anderen ins Gespräch zu kommen, entweder über das Forum in diesem Kurs oder ergänzend auch in Weiterbildungen vor Ort. Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen im Namen aller Mitwirkenden viel Spaß mit dem Online-Kurs zu wünschen.